2009, 2010 habe ich meinen Freiwilligendienst gemacht bei den Freunden der Erziehungskunst Rudolf Steiners in Dar es Salaam, Tansania, in der Hekima Wildlife School. Und das ging ein Jahr, und während des Jahres haben wir einen Ausflug, Klassenfahrt gemacht nach Matanan. So bin ich das erste Mal dorthin gekommen. Und ja, das war echt für mich ein sehr besonderes Erlebnis, weil ich das erste Mal, weil ich mal so Afrika oder Tansania im Landesinneren entdeckt habe. Wirklich Rough Road, keine richtigen Straßen, Busch, Lehmhäuser mit Strohdächern. Die Leute leben wirklich ganz einfach. Ja. Die Toilette ist einfach nur ein Loch im Boden und ist ja einfach wirklich ein typisch afrikanisches Dorf, wie man sich das vorstellt. Auf das bin ich dort gestoßen. Die Menschen sind ist alles sehr einfach, wirklich. Ja. Die Leute, die leben wirklich von dem Mais, dass sie sich das Jahr über anpflanzen um ihr Haus herum, und sie essen Maisbrei mit Bohnen. Und ja, die Ernährung ist nicht die beste, und ich denke, es ist auch ein Grund für viele Krankheiten. Und die Kinder, die laufen da rum, es ist kalt, die haben keine nichts zum Anziehen. Die laufen rum mit richtig kaputten Klamotten auch, und sind somit halt auch sehr krank. Auch die Kinder, verschnupfte Nasen, Bronchitis und solche Sachen, die halt sehr schlimm sind. Ich wollte Medizin studieren, ich studiere jetzt ja auch Medizin, und mich hat das natürlich sehr interessiert. Und dieser Aspekt. Und als ich auch zurück war, nach dem Matanana-Besuch, war das alles noch sehr in meinem Kopf und sehr im Grübeln, habe sehr viel darüber nachgedacht. Habe halt gesagt, wir müssen da was machen. Ja. Und da hatte ich die Idee halt, eigentlich würde ich gerne einen Verein gründen. Und meine Entsenderorganisation, die Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners, die haben ein Seminar angeboten für Rückkehrer von solchen Weltwärtsdiensten, also von diesen Freiwilligendiensten. Und das Seminar hieß Gute Ideen, erfolgreiche Projekte. Und ich dachte mir, hey, ich habe eine gute Idee und ich will ein erfolgreiches Projekt machen. Er hat von seinem Jahr erzählt in Tansania, und er hat auch erzählt, dass er einen Schulausflug gemacht hat mit dieser Klasse. Und dieser Schulausflug ging nach Matanana, in das Dorf, wo auch unser Projekt ist, wie auch unser Verein heißt. Und hat davon erzählt, was für eine Lage in dem Dorf ist, dass es da an medizinischer Versorgung fehlt, dass man sehr weit fahren muss, bis man irgendwo zu einem Arzt kommt oder zu einem Krankenhaus, wo einem wirklich geholfen werden kann. Und dann kamen viele Leute in diesem Seminar zusammen, die gesagt haben, okay, wir unterstützen dieses Projekt oder diese Idee von Jonas und wollen da ein Projekt draus machen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben uns überlegt, in welchen Schritten kann man denn jetzt zu dem Ziel kommen, da die medizinische Versorgung zu verbessern. Also auf Matanana gekommen bin ich eigentlich durch den Jonas, weil es ein sehr guter Freund von mir ist, und er hat mir dann von der Idee berichtet, die er da hatte. Und ja, es hat mich dann eben auch begeistert. Ich fand die Idee gut, und natürlich auch, weil es eben ein Freund von mir ist, habe ich den dann anfänglich einfach mit unterstützt erstmal. Und es ist dann so, während des Projektes, ja, ist dann die Begeisterung, sage ich, einfach nochmal gewachsen, weil ich wirklich gemerkt habe, dass es was Gutes ist, was wir da tun. Und ja, so hat sich das alles entwickelt. Wir haben angefangen, das Gesundheitszentrum zu bauen, und wir haben es finanziert, dieses Gebäude, mit Steinen, Zement, Wellblechdach und auch Grundausstattung auf tansanischer Ebene nur. Und das wurde dann im Oktober 2013 eröffnet schon. Die Spenden, die wir einnehmen von den Leuten hier in Deutschland, verwenden wir für verschiedene Sachen. Und der größte Teil wird dann in Tansania ausgegeben für Angestellte, rein in die Anamed-Gruppe in Form von Unterstützung. Also wir bezahlen das nicht komplett alles, sondern so eine Art Anschubfinanzierung geben wir denen, damit überhaupt irgendein Kapital da ist. Dann haben wir von dem Geld,
das Grundstück gekauft. Wir haben teilweise die Regierung unterstützt mit Materialien für die Krankenstation. Die Leute, wenn dann Unfall passiert, wenn sie krank sind, die haben Platz, die wissen, die haben einen Platz, wo sie sicher hingehen können. Sie müssen sich nicht mehr Gedanken machen, in das nächste Krankenhaus zu kommen, eben wirklich 40 Kilometer entfernt. Sie können dorthin kommen. Auch die hochschwangere Frauen, die können ihre Kinder in einem hygienischen Bereich zur Welt bekommen, was auch so wichtig ist. 2012, da bin ich zusammen mit dem Jonas und noch mit einem anderen Freund von uns, dem Chris, was nach Tansania. Und da war das Projekt eigentlich noch in den Anfängen sozusagen. So sind wir dann 2012 da weggegangen, da stand noch kein Haus und gar nichts. Das Land war noch komplett roh, sag ich mal. Und als wir dann jetzt wiedergekommen sind, ist halt so, wir sind auf dieses Land raufgefahren. Das war bewirtet, da waren Felder drauf, das Haus von der Krankenschwester hat gestanden. Das Erste, was sie dann gemacht haben, war, sie haben gesagt, sie haben einen Brief zusammengeschrieben, wo drauf steht, was sie, also Verbesserungsvorschläge, die sie haben, was gut gelaufen ist und was sie noch machen würden in der Zukunft, wie sie sich vorstellen, wie das weitergehen kann und so weiter. Und das lief alles komplett ohne dass irgendjemand von uns da was initiiert hat oder so. Das kam wirklich allein von der anderen Mitgruppe aus. Und das war halt schon, wo ich mir dann gedacht habe, boah, weil beim letzten Mal war halt gar nichts und jetzt war es die ganze Zeit mit Gruppe da, ich wusste das, aber dass sie jetzt dann auch schon so Eigeninitiative ergreift und wirklich, das war ja das, was wir die ganze Zeit wollten, dass das nicht unser Projekt ist. Wir wollten denen quasi Hilfe geben, dass sie sich was aufbauen können und sie haben jetzt halt wirklich das zu ihrem Projekt gemacht. Und entscheiden dann auch selbst mit darüber oder geben Vorschläge, wie wir ihnen helfen können. Sagen dann, okay, wir wollen zum Beispiel dies oder das bauen, wir brauchen noch einen Wassertank und so weiter. Das kommt dann alles von denen alleine aus. Und dann müssen wir eben nur noch entscheiden, wir fragen die auch immer, warum wollt ihr das haben, wieso? Und die haben dann auch, also sie können das auch wirklich gut begründen, auch mit Sachen, wo wir vorher noch überhaupt nicht dran gedacht haben. Und ja, und dann unterstützen wir die eben finanziell. Der Erfolg ist für mich, dass wir ganz viele Leute zusammengebracht haben, die in eine Richtung gucken, die ein Ziel haben. Ja, Wahnsinn. Also, das ist so echt, wenn ich überlege, 2009, da gab es da noch gar nichts. Und heute gibt es dort eine Krankenstation. Es gibt die Annahmegruppe, die sogar mit der natürlichen Medizin sich befassen, die Leute sogar unterrichten, dass sie zu Hause das und das anpflanzen können, wie sie sich auch selbst helfen können. Und ja, das alles zu sehen im Insgesamten, das ist einfach sehr erstaunlich, muss ich sagen, für mich wirklich genial. Ja. Im ersten Treffen ist mir dann halt wirklich klar geworden, dass was wir da erreicht haben jetzt schon, das war eigentlich das, was unser Ziel war, dass wir den Leuten zur Selbsthilfe einfach nur den Weg ebnen wollen. Und dass das jetzt so gut funktioniert hat, ich habe dann schon während dem ersten Treffen habe ich mir überlegt, okay, ob ich jetzt wirklich am Ende nochmal was sagen soll und den Leuten sagen soll, dass ich das so faszinierend finde und so begeistert davon bin, weil ich halt echt Gänsehaut auch bekommen habe in dem Moment. So ein Projekt gibt mir im Prinzip so eine gewisse Zufriedenheit, dass ich weiß, dass ich was dafür mache, um Menschen zu helfen, die es nicht so gut haben wie wir in Deutschland. Weil wenn man solche Reisen macht in solche dritte Weltländer, dann danach weiß man erst zu schätzen, was man wirklich hier hat. Und man ist dann auch eher bereit, einen Teil davon wieder abzugeben. Das ist halt so einfache Sachen, die es da gar nicht gibt. Und wenn so Leute noch nicht mal sowas haben, dann warum soll man denen nicht helfen?